Ich rufe Tagesordnungspunkt 51 auf. Setzpunkt der Fraktion der FDP, Beschlussempfehlen der Ausschüsse zu Petitionen. Hier die Petition 2061/19, Petition 2236 aus 19, Drucksache 19/3274. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Es hat der Kollege Greil sich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich gehe davon aus, es wird jetzt ein bisschen ruhiger, auch wenn das Thema in der Sache etwas mehr Gehalt hat. Wir beschäftigen uns heute mit zwei Petitionen, einer Einzeleingabe. Ich habe gehört, die Petentin ist auch hier, um heute der Debatte zu verfolgen. Wir haben außerdem eine Sammelpetition mit ca. 30.000 Unterzeichnern. Auch hier sind einige Vertreter der Unterzeichner hier, unter anderem von der Landesschülervertretung, Landeselternbeirat, GEW. Es waren sehr viele, die sich dort beteiligt haben, 30.000. Es geht um Änderungen in der Lehrerzuweisung für Grundschulen und gymnasiale Oberstufen. Der wesentliche Inhalt der Petition ist die Forderung nach Rücknahme der Kürzungen und Rückkehr zu der in der vergangenen Legislaturperiode geschaffenen 105-prozentigen Lehrerversorgung. Als Grund für diese Forderung wird angegeben, zu Recht, dass die Kürzung zu einem verschlechterten Bildungsangebot führt und dass unterschiedliche Bereiche, nämlich Inklusion und Ganztagsbetreuung, so durch die Koalition gegen die gymnasiale Bildung ausgespielt werden. Meine Damen und Herren, ich will das hier einmal hervorheben. Es ist ein ziemlich einmaliger Vorgang, dass 30.000 Bürgerinnen und Bürger ihre berechtigten Bedenken gegen die Politik der schwarz-grünen Landesregierung vortragen, und der Koalition fällt nach kürzest denkbarer Beratung im Kultuspolitischen Ausschuss nichts anderes ein, als mit Mehrheit gegen die versammelte Opposition verabschiedete Empfehlung, Bescheidung nach Sach- und Rechtslage, also auf Deutsch Zurückweisung der Petition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Arroganz der Macht nach dem Motto, was kümmern uns die Bedenken? Für uns gelten nur unsere Verabredungen. Mehrheit ist Wahrheit. Das haben früher andere hier immer einmal zitiert. Aber was richtig ist, kann man ja auch dann einmal übernehmen. Wir haben deshalb nicht hingenommen, dass klammheimlich diese Entscheidung in den Beschlussempfehlungen für Petitionen hier durchgewunken wird, sondern wir haben es heute auf die Tagesordnung gesetzt. Ich muss sagen, ich finde es schon schön, dass es Wirkung gezeigt hat. Der Kultusminister lacht schon, ein Schalk, wer meinte, es sei kein Zufall gewesen, dass gerade gestern diese Pressekonferenz stattfindet. Nein, das würden wir ja nie vermuten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es lohnt sich natürlich, sich dann auch einmal anzuschauen, was denn da eigentlich verkündet worden ist. Verkündet worden ist, dass die noch nicht vollzogenen Kürzungen, also weitere Kürzungen um noch einmal 80 und dann noch einmal 75 Stellen, um weitere 155 Stellen nicht umgesetzt werden soll. Aber was bleibt, ist die erste Phase der Stellenkürzungen. Und das waren schon einmal 160 und 150, insgesamt 310 Lehrerstellen, die entzogen worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, das, was Sie hier machen und jetzt als tolle Tat verkünden, ist schlichtweg halbherzig, weil die vorhandenen Stellen bleiben, aber die, die Sie schon genommen haben, werden nicht zurückgegeben. Das heißt auch, dass die Petitionen nicht erledigt sind, sondern dass es dabei bleibt, bei der Forderung, den vollendeten Stellendiebstahl auch wieder rückgängig zu machen, die Stellen an die Schulen zurückzugeben. Ich will auch zu dem Verfahren schon etwas sagen, Herr Kultusminister. Sie haben uns in der Vergangenheit immer gesagt, Sie wollen Gespräche führen, dabei evaluieren, was denn tatsächlich an Auswirkungen vor Ort da sei. Erste Erkenntnis daraus, die man ziehen sollte, es empfiehlt sich, und das hätte man auch in der Vergangenheit schon lernen können, Gespräche zu führen, bevor man irgendwelche Maßnahmen umsetzt.
Sie haben uns alle beglückt und um viele, viele wertvolle Stunden unserer Lebenszeit gebracht, uns und all die anderen Beteiligten, mit dem Bildungsgipfel, der als reine Schwarzbude entlarvt worden ist, wo nichts dabei herausgekommen ist. Das war Beschäftigungstherapie. Sie haben uns vorgeführt bei der Lehrerstellenkürzung, worum es Ihnen geht. Sie entscheiden nicht im Hinterzimmer, das haben wir ja schon häufiger gehört, sondern in den Besprechungen in der Dienstvilla des Ministerpräsidenten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob mit Dienstvilla oder Hinterzimmer, das macht es im Ergebnis nicht besser. Sie entscheiden einfach so, wie Sie das für richtig halten, ohne die Betroffenen zu fragen. Und der zweite Punkt, Herr Minister, Sie hatten uns immer gesagt, nach den Ergebnissen werden Sie individuell prüfen, wo es vielleicht Nachsteuerungsbedarf gibt, wo man etwas tun muss. Abmilderung von Härten, das war so das Thema. Was Sie jetzt geboten haben, ist etwas völlig anderes. Sie machen keine individuelle Prüfung, keine individuelle Abmilderung von Härten, sondern Sie nehmen einfach pauschal die zweite Hälfte Ihrer Kürzungspläne zurück. Das ist doch ein Eingeständnis. Es ging nicht um einzelne Härten, sondern das ist die Erkenntnis, die Sie eingestehen. Es war grundfalsch, was Sie gemacht haben. Es war grundfalsch. Und in so einer Situation solch halbherzige Reaktionen zu zeigen, das zeugt nun wirklich nicht von Größe. Ich habe eine gewisse Befürchtung, was in einem anderen Bereich auf uns Zukunft betrifft, einige im Schulbereich, insbesondere die Lehrer, die auf eine angemessene Besoldungserhöhung warten. Sie werden abtauchen. Sie machen irgendwelche kleinen Schrittchen und hoffen, dass Sie damit die Lage befrieden können. Das wird uns noch bevorstehen. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was Sie jetzt hier im Schulbereich gemacht haben, wird nicht ausreichen. Nehmen Sie das Beispiel eines klassischen Oberstufengymnasiums. Wir haben davon in Hessen immerhin 22. Dort bleibt durch die vollzogene Kürzung schon eine Kürzung um rund 4%. Also, wer Glück hat, hat noch 100% Lehrerversorgung. Aber das, was wir geschaffen haben, nämlich eine über die 100% hinausgehende Versorgung, um entsprechende Flexibilität zu schaffen, das haben Sie genommen. Das ist nicht mehr vorhanden in den Eingangsstufen. Das ist überhaupt nicht mehr vorhanden in den Oberstufengymnasien. 4% der Stellen sind schon gekürzt. Das bedeutet, bei, nehmen wir ein Oberstufengymnasium mit etwa 40 Stellen, anderthalb Stellen sind weg. Anderthalb Stellen sind weg. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Sie sagen uns dann immer, ja, da ist einer mehr im Kurs. Es gibt vielleicht Kurse, da ist einer mehr drin. Aber zunächst einmal ist die Rechnung ganz einfach. Wenn Sie eine Stelle nehmen, dann haben Sie ungefähr 25 Lehrerstunden. Bei anderthalb Stellen, die hier betroffen sind, gibt das 38. 38 Stunden, die an den Schulen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das sind umgerechnet 8 Leistungskurse oder 19 Grundkurse, die nicht eingerichtet werden können. Wie die Schule das dann kompensiert, ist im Einzelfall in der Schule zu entscheiden. Und worüber ich mich massiv geärgert habe, das darf ich auch einmal so deutlich sagen, Herr Minister, wenn dann die Begründung kommt, das können wir doch alles machen, es ist alles nicht so schlimm, wir haben ja 105% Lehrerversorgung geschaffen. Verdammt noch einmal, warum haben wir denn 105% Lehrerversorgung geschafft? Doch nicht dafür, dass man dann anschließend locker wieder kürzen kann, sondern dass an den Schulen besser gearbeitet werden kann. Das war das Ziel, und ich dachte, es sei unser gemeinsames Ziel. Ich will jetzt nicht im einzelnen Fall noch aufzählen, was dort an Kürzungsproblemen entsteht. Es sind natürlich gerade die kleinen Kurse, die wegfallen werden. Da, wo ein vielfältiges Fremdsprachenangebot war, Fächer wie Griechisch, Spanisch, Russisch, mittlerweile aber auch schon Latein, die nicht in dem Umfang nachgefragt sind wie die großen Fächer, werden dann einfach nicht mehr angeboten. Oder aber die Kurse erreichen eine Größe, die in keiner Weise mehr akzeptabel ist. Lieber Herr Kollege Boddenberg, wenn Sie sich erinnern an die vielen schulpolitischen Debatten, die wir früher gemeinsam geführt haben, dann werden Sie wissen, dass wir den Schulen Selbstständigkeit geben wollen, den Schulen die Selbstständigkeit geben wollen, zu organisieren. Aber dafür brauchen Sie eine ausreichende Ausstattung. Das ist der entscheidende Punkt, damit die Schulen entscheiden können, wie es geht. Diese Stellenstreichungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind kontraproduktiv. Sie treffen, das habe ich hier schon einmal ausgeführt, weniger die Schüler aus begüterten Kreisen, die sich dann irgendwelche Unterstützungsleistungen dazu kaufen können, sondern sie treffen mit ihrer Politik gerade diejenigen, die in der schwierigen Übergangsphase in der Eingangsstufe der Oberstufe
Unterstützung brauchen, um Unterschiede ausgleichen zu können. Hier sind oft Schulwechsel damit verbunden. Genau die treffen Sie. Sie treffen ganz besonders Schülerinnen und Schüler auch aus Migrantenfamilien. Sie treffen alle die, die auf besondere Unterstützung angewiesen sind, die sich nicht leisten können, das zuzukaufen, was Sie ihnen verweigern. Und auch das habe ich schon einmal gesagt hier. Das, was Sie hier machen, ist deshalb schlicht ein Angriff auf die Bildungsgerechtigkeit. Ach, du lieber Gott, ja, wenn ich solche Kommentare höre, dann merke ich, es ist Ihnen egal. Es ist Ihnen schlichtweg egal. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber ich schließe mit dem Appell, weil ich weiß, der Kultusminister hat immer eine hervorragende Arbeit gemacht, wenn man ihn gelassen hat. Lassen Sie ihn, zwingen Sie ihn nicht dazu, solche unsinnigen Dinge umzusetzen, jetzt hier auch noch zu verteidigen, das wird er nachher auch wieder versuchen, sondern stimmen Sie gegen die Beschlussempfehlung, die im KPA beschlossen worden ist. Kehren Sie um von Ihrem Weg, oder aber Sie genießen zu Recht den Ruf, eine Koalition der halben Herzen zu sein. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Greilich! Ihr Setzpunkt gibt mir zunächst erst einmal die Gelegenheit, unserem Kultusminister Prof. Dr. Lorz ausdrücklich und herzlich Danke zu sagen für seinen Einsatz. Für seinen Einsatz nämlich im Kommunikationsprozess mit den Gymnasien und für seinen Einsatz, Herr Gremmels, um Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den Schulen auch in politisches Handeln umzusetzen. Gestern konnte er das Ergebnis seiner Arbeit in einem Pressestatement darstellen. Es gibt keine weiteren Stellenumlenkungen, um das noch einmal klar und deutlich zu sagen, an der gymnasialen Oberstufe. Ich finde, das ist eine klare und erfreuliche Botschaft, die meine Fraktion und unsere Kollegen von Herrn BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Schwerpunkte unserer Schulpolitik aufgrund der aktuellen Lage im Bildungsetat auch ohne weitere Umverteilung in der gymnasialen Oberstufe zu realisieren. Meine Damen, dass dies gelungen ist, ist eine großartige Leistung und ein gutes Signal an alle, die durch eine teilweise sehr emotionale Diskussion an den Schulen und auch aus der Presse verunsichert worden sind und sich wegen ihrer Kinder natürlich Sorgen gemacht haben. Von Anfang an hat der Kultusminister betont, dass es Beratungsgespräche in den Schulen geben wird und er auch notfalls nachsteuern werde, Herr Greilich. Und genau diese Zusage hat er auch eingehalten und hat genau jetzt, rechtzeitig vor dem neuen Schuljahr, den Schulen ein Signal gegeben, damit diese planen können. Das Bild aber, das Sie, Herr Greilich, eben versucht haben, an die Wand zu malen, das ist in meinen Augen völlig falsch und grundlegend verzerrt. Hier wird schon gar keine Hinterzimmerpolitik gemacht. Und eigentlich müssen Sie es ja besser wissen, dass Streichung von Stellen oder wie in diesem Falle eine Umlenkung immer ein ganz schmerzlicher Prozess ist. Und solche Entscheidungen macht sich eine Regierung niemals leicht. Tatsache ist auch, dass weder der Minister noch die schwarz-grüne Koalition den Setzpunkt der FDP brauchte, um Entscheidungen zu treffen. Tatsache ist nämlich, dass weder der Minister noch die schwarz-grüne Koalition gern, und das habe ich gerade schon betont, Stellen im Kultusbereich streicht oder verschiebt. Tatsache ist damit auch, dass von Anfang an unser Ziel war, die Stellenverlagerung nicht zulasten der Grundunterrichtsversorgung vorzunehmen und wenn überhaupt auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Und deshalb war, und das möchte ich hier klar und deutlich betonen, es war immer gewährleistet, dass die Abdeckung des durch die Oberstufen- und Abiturverordnung vorgesehenen Kursangebotes vollständig gewährleistet bleibt.
Tatsache ist auch, dass der Minister die Sorgen der Schulen, der Eltern, der Schülerinnen und Schüler sehr ernst nimmt und Sprach- und Handlungsbereitschaft nicht nur signalisiert hat, sondern auch umgesetzt hat. Die gestern von unserem Kultusminister bekanntgegebene Entscheidung ist das Ergebnis eines langen vorbereiteten Prozesses und keinesfalls das Ergebnis der von der FDP angedrohten Debatte heute im Plenum. Wann man eine Presseerklärung macht oder ein Statement abgibt, ich glaube, das ist Sache des Ministers und kann sicherlich nicht von heute auf morgen und in 5 Minuten getroffen werden. Die Vorbereitungen waren sehr aufwendig und wurden im Übrigen am 9. März hier im Plenum angekündigt. Ich denke, Herr Gremmels, auch da sind Sie dabei gewesen, aber scheinbar hören Sie nicht zu. Wir danken dem Minister für seine Bereitschaft, flexibel und notfalls auch einmal, und das muss man auch sagen, von der ursprünglichen Planung abweichend zu handeln, wenn es in einem Fall wie diesem geboten erscheint. Und das ist doch genau das, was Sie von der Opposition immer wieder gefordert haben. Und wie man in der Frankfurter Neuen Presse heute lesen konnte, begrüßt auch die Sprecherin des Stadtelternbeirats Frankfurt, Frau Alex Puhl, die Ankündigung des Ministers. Und mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich Sie mit der Aussage, mit der jetzigen Regelung können wir Eltern gut leben. Gut leben können auch wir damit. Dass die FDP aber immer noch brummelt, zeigt wenig Größe, Herr Greilich. Es hätte Ihnen gut zugestanden, wenn Sie auch hier einmal über Ihren Schatten gesprungen wären. Denn Tatsache ist doch, Hessen investiert so viel Geld und so viele Lehrerstellen wie nie zuvor in den Unterricht unserer Schulen. 4,86 Milliarden € für den Kultusetat bedeutet einen historischen Höchststand, und das, obwohl wir, wie unsere Bürger es entschieden haben, an unserem Ziel, die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten, festhalten. Und auch im Ländervergleich stehen wir vorbildlich da und bieten unseren Schülerinnen und Schülern beste Bildungschancen. So ist auch weiterhin die 105% Lehrerversorgung sichergestellt. Auch entgegen der Ankündigung von Herrn Greilich. Die Schulen behalten diesen zusätzlichen Spielraum, und sie möchten auch auf ihn nicht mehr verzichten. Genauso wichtig finde ich es, zu erwähnen, dass keine einzige unterrichtswirksame Stelle gestrichen wird. Die Lehrerzuweisung zur Abdeckung des Unterrichts war, sie ist und sie bleibt auf jeden Fall sichergestellt. Da brauchen sich die hessischen Eltern und Schüler keine Sorgen zu machen. In einer riesigen Kraftanstrengung hat die Landesregierung noch einmal 40 Millionen € für die Sprachförderung zur Verfügung gestellt. Denn Sprachförderung ist das A und O für die Integration. So wollen wir jedem Flüchtlingskind, das in unseren Schulen eingeschult wird, möglichst schnell Sprachunterricht zukommen lassen. So stehen zusätzlich 800 Lehrerstellen zur Verfügung und bereits über 1.000 Intensiv- und Intea-Klassen an den beruflichen Schulen konnten eingerichtet werden. Und die in der Petition geäußerten Befürchtungen, dass die Sprachkurse aus Stellen der gymnasialen Oberstufen finanziert würden, können deshalb leicht zerstreut werden. Gleichzeitig gilt für uns auch weiterhin unsere Schwerpunkte der Schulpolitik, die Inklusion, der Ausbau des Ganztagsangebots und Pakt für den Nachmittag, der Sozialindex und die Sprachförderung werden nicht gekürzt, sondern bleiben unsere Investitionsschwerpunkte in dieser Legislaturperiode. 60 zusätzliche Stellen für die sozial indizierte Zuweisung, 210 Stellen für Inklusion in den nächsten 3 Jahren und 230 zusätzliche Stellen für den Ganztag. Ein großer Teil dieser Stellen kommt auch den Grundschulen zugute, die keineswegs vernachlässigt oder geschlechtergefördert werden. Meine Damen und Herren, ich darf deshalb feststellen, auch in Zukunft wird es weder überquellende Grund- und Leistungskurse noch einen Verzicht auf ganz kleine Kurse geben, die an vielen Gymnasien zur Profilbildung, z.B. im musischen, im sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich beitragen. CDU und GRÜNE stehen zu unseren Gymnasien und Grundschulen.
Und wir sind auch bereit, wenn es sinnvoll und machbar ist, flexibel auf die Bedarfe in den Schulen zu reagieren. Eltern und Schüler und Lehrer können sich jedenfalls darauf verlassen, dass Schulpolitik in Hessen bei dieser schwarz-grünen Landesregierung Priorität hat und ihresgleichen in Deutschland sucht. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächster Redner spricht nun Kollege Yüksel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, warum nicht gleich so? Ich meine, Gott sei Dank, lassen Sie diesen groben Unfug sein und treiben den Bildungsabbau in Hessen nicht noch weiter voran. Die Rücknahme der zukünftigen geplanten Kürzungen ist richtig. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Aber mein Dank gilt nicht an Sie, sondern an den Schüler und Schülerinnen, an den Elternbeiräten, an den hessischen Schulen, die sich gegen diese Kürzungen gestellt haben. Und doch habe ich mich gefragt, warum nicht sogleich? Ich will es ja nur verstehen, weil ich überhaupt keine Linie, keinen Plan in Ihrer Politik erkennen kann. Schließlich haben Sie ja noch vor 4 Wochen die Rücknahme der Kürzungen als völlig unmöglich hingestellt. Bei der Suche nach einer Antwort auf meine Frage schaute ich zunächst Ihre Mitteilung von gestern. Dort liest man, Sie hätten einen finanziellen Spielraum entdeckt. Da fragt man sich schon, wo kommt der denn auf einmal her? Aber das ist nicht Ihre einzige Erklärung. Sie sagen auch, dass die Gespräche mit Betroffenen Ihre Entscheidung beeinflusst hätten. Was stimmt denn nun? Wurden Sie überzeugt oder wurden Sie beschenkt? Ich für meinen Teil muss schon sagen, dass ich verwundert wäre, wenn Sie sich plötzlich haben überzeugen lassen. Ich meine, dass das Quatsch war, haben wir Ihnen doch vorher schon gesagt. Das haben wir auch im Ausschuss auch diskutiert. Brauchten Sie ernsthaft Fachgespräche mit Betroffenen, um zu verstehen, dass 100-facher Stellenabbau alles untergräbt, was bildungspolitisch Konsens ist? Schräg ist das schon, zumal Sie an anderer Stelle Ihrer Mitteilung Ihre Geringschätzung der Proteste zum Ausdruck bringen. Ihren Worten nach wurde das Thema in den vergangenen Wochen, nämlich, ich zitiere, teils sehr emotional und überhitzt geführt. Ist das Ihre Art, mit den verzweifelten Protesten der Schüler und Eltern und Schulleitungen umzugehen? Irgendwie bin ich also auch Ihrer sehr langen und zum Teil wirren Pressemitteilung nicht so richtig schlau geworden. In meinem Rechercheeifer habe ich mir darum noch einmal die Presseberichterstattung letzten Tage angesehen. Und siehe da, Schwarz-Grün hat noch aktuellen Umfrage keine eigene Mehrheit. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich meine, Sie haben schon richtig erkannt, dass ein solcher Bildungsabbau natürlich Spuren hinterlässt. Das haben wir auch im Kommunalpolitik auch gesehen, in Frankfurt auch gemerkt. Aber ist das wirklich der Stil, mit dem Sie Politik machen wollen? Wie können wir uns darauf verlassen, dass Ihre Zusage für übernächstes Jahr, Schuljahr mehr als 4 Wochen Bestand hat? Heute so, morgen so, das ist Politik nach Gutsherrenart. Die Planbarkeit ist fast null. Und tun Sie jetzt bitte nicht so, als hätten Sie den Schulen etwas geschenkt, bloß weil Sie ihnen etwas weniger wegnehmen. Der Ton in Ihrer Pressemitteilung ist sehr selbstherrlich. Wie bereits vollzogene Stellenstreichungen bleiben ja bestehen.
Es wird Ihnen auch nicht gelingen, den bereits eingerichteten Schaden an den hessischen Schulen zu verharmlosen. Eine Reduktion um bis 19 Lehrerstunden allein in der Einführungsphase. Ja, nein, nein. Wer sich darunter nicht vorstellen kann, das entspricht 4 Leistungs- bzw. 6 Grundkursen. Das bleibt ja bestehen. Deswegen ärgert mich auch. Weg. Einfach so, statt 105% Lehrerversorgung haben wir in Hessen eine 96-prozentige Unterversorgung. Soll ich mich jetzt freuen? Als Folge sind die Schülerinnenzahl in einigen Grundkursen zum Teil auf 30 Schülerinnen und Schüler gestiegen. Ausgerechnet die eigenständigen gymnasialen Oberstufen traf das am härtesten. Das sind die Schulen, die besonders viele Schülerinnen und Schüler aus Gesamt- und Realschulen zum Abitur führen und deren Neugründung die Landesregierung kategorisch bereits abgelehnt hat. Kürzungen um 150 im Grundschulbereich konterkarieren die Bemühungen, die individuelle Förderung in der Grundschule auszubauen. Warum sollte ich mich nicht ärgern, wenn es so ist? Die erhebliche Auswirkung müssten Sie ja auch schon längst zugeben in Ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der SPD-Fraktion bereit gesehen. Eine derartige Kommunikationsdesaster darf nicht noch einmal vorkommen. Sie haben eine große Lücke hinterlassen. Der Stellenabbau an den hessischen Schulen war falsch und ein Riesenrückschritt auf dem Weg zur Chancengleichheit beim Abitur. Und Ihre Rechtfertigungsstrategie, die Kürzungspolitik mit Investitionen in Ganztagsschulen, in Inklusion aufzurechnen, wird auch noch einmal zu reden sein. Es war und ist nicht anständig, die einzelnen Schulformen und letztendlich die Schülerinnen und Schüler gegeneinander auszuspielen. War das so? Investitionen in Ganztagsschulen, Inklusion und individuelle Förderung sowie Intensivmaßnahmen sind dringend notwendig. Sie haben aber ein Loch aufgerissen, um andere Löcher zu stopfen. Wir freuen uns darüber, dass ein Loch nun nicht mehr ganz so groß ist. Das ist aber keine solide, planbare Politik. Und was die erste Phase der Stellungsstreichung anbetrifft, bleiben wir dabei. Wir finden auch gut, dass Sie in Zukunft nicht mehr sparen wollen, aber die Stellenstreichungen bleiben bestehen. Und sie waren und bleiben diese Stellenstreichungen falsch, und sie waren und sind falsch und gehören vollumgänglich zurückgenommen zu werden, nicht nur was die Zukunft betrifft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Yüksel. Zu einer Kurzintervention hat Frau Kollegin Wissmann von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie haben 2 Minuten Redezeit. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Yüksel, ich bin doch erstaunt, dass Sie hier so selbstbewusst und forsch mit dem Begriff des Bildungsabbaus kommen. Das ist doch der Grund, weshalb ich mich gemeldet habe. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich glaube, wir leben in verschiedenen Ländern oder Ecken dieser Welt. Denn von Bildungsabbau und Stellenstreich, ja, wir kommen aus Frankfurt. Das muss nicht heißen, dass wir dieselbe Wahrnehmung haben. Und Sie reden von etwas, was nicht real ist. Diese Landesregierung und auch Ihre Vorgänger haben Bildung in diesem Lande erst stark gemacht durch einen unglaublichen Ausbau der Stellen, einen unglaublichen Mittelaufwand. Da kann man sich auch bei anderen Beteiligten mit bedanken. Aber es ist unter Führung der CDU gewesen, dass in diesem Land Bildung wieder einen hohen Stellenwert erhalten hat. Und Sie verlangen, das ist das Nächste, was ich hier sagen möchte, Sie verlangen ja in vielen Reden, heute Morgen war es auch schon wieder so, man soll zuhören, man soll reden.
nachsteuern, korrigieren. Das ist alles wunderbar. Das hat diese Landesregierung und dieser Minister, wo sitzt er, in vorbildlicher Weise hier exerziert. Ich kann mich nur wundern, dass Ihnen dann, wenn es einen klugen Kompromiss am Ende gibt, das auch wieder nicht recht ist. Wie sollen wir es denn machen? Ich kann wirklich aus Ihren Bemerkungen nicht erkennen, dass da eine Linie vorhanden wäre. Und dann ein Drittes. Das, was Sie gesagt haben, es gäbe ja einen Konsens in der Bildung, da gibt es immer nur mehr, und da ist sozusagen alles, was mal da ist, kann nicht mehr angerührt werden. Nein, das wäre keine gestaltende Politik. Gestaltende Politik setzt Akzente. Und diese neue Landesregierung in Verbindung mit unseren Partnern von den GRÜNEN hat ein paar neue Akzente im Lichte aktueller Herausforderungen gesetzt in ihrem Koalitionsvertrag. Und da stehen wir voll und ganz dazu. Und dafür geben wir auch gerne zusätzliche Stellen aus. Und so ist es jetzt dazu gekommen, dass gleichwohl, um die Qualität des hessischen Abiturs zu erhalten, um Qualität und Vielfalt an hessischen Gymnasien weiter zu ermöglichen, um intensive Förderung möglich zu machen, ist hier am Ende eines Konsultationsprozesses ein kluger Kompromiss erzielt worden. Und zum Abschluss, ich muss wahrscheinlich fertig werden, will ich noch eben zu ergänzend zitieren zu dem, was meine Kollegin schon gesagt hat, was die Frankfurter Eltern hier öffentlich verkündet haben. Dies ist ein starkes, ich zitiere, Signal. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Der gymnasialen Oberstufe in Hessen. Sie ermöglicht den Frankfurter Schulen, ich ergänze auch den übrigen hessischen Schulen, ihre profilbildende Arbeit fortzusetzen, den wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Genau dies ist jetzt möglich. Deshalb ist es eine gute Entscheidung, ein guter Tag und eine gute Zukunft für Schule in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissmann. Herr Kollege Türksel, Sie haben jetzt Yüksel, Sie haben noch einmal 2 Minuten Redezeit zur Antwort. Ich muss ja nicht jeden Lob eine Antwort geben, aber Frau Wiesmann, wir haben ja vor kurzem in Frankfurt eine Kommunalwahl gehabt und haben ja auch festgestellt, dass CDU und Grüne, die gemeinsam in Frankfurt auch an der Bildungspolitik, nicht nur in Frankfurt, auch in Hessen verantwortlich sind, haben sie auch richtig aber abgestraft. Fast 17% haben sie verloren. Darüber müssen Sie auch mal nachdenken, wo haben Sie Ihre Fehler gemacht. Und ich habe ja auch gesagt, ich finde auch gut, dass er die Kürzungen zurückgenommen hat, die zukünftige Kürzungen zurückgenommen hat. Aber er hat auch die bisherigen Kürzungen aber nicht zurückgenommen. Und das ist auch meine Kritik. Und deshalb appelliere ich, Herr Minister, nehmen Sie alle Kürzungen auch zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Yüksel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt eine Weisheit unseres geschätzten Kollegen Frank Kaufmann. Diese Weisheit lautet, ein gelöstes Problem ist ein verlorenes politisches Thema. Und wenn ich mir die Reden der Kollegen der FDP und der SPD heute Morgen hier anschaue, dann bewahrheitet sich diese Wahrheit einmal mehr. Ein gelöstes Problem ist ein verlorenes politisches Thema. Wir haben gesagt, dass der Kultusminister hat es gesagt, dass wir das Gespräch mit den Oberstufen, mit den Gymnasien, mit den Eltern suchen über die Maßnahmen, die geplant waren. Genau das haben wir gemacht. Und diese Koalition zeichnet in der Bildungspolitik aus, dass sie diesen Dialog sucht und dass sie offen ist für das gute Argument. So machen wir das in anderen Bereichen, so haben wir das im Bereich der gymnasialen Oberstufe gemacht. Wir haben zugehört, und wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden, meine Damen und Herren. Und natürlich gab es auch Hinweise derjenigen, die Petitionen dazu eingereicht haben. Auch da gab es vielfältige Gespräche, beispielsweise mit der Landesschülervertretung, die heute da ist. Ich finde, so sollte das sein in der Bildungspolitik, dass man in Austausch über Argumente ist und dann zu Lösungen kommt. Die Schwierigkeit der Opposition in diesem Haus ist ja genau diese Weisheit von Kollegen Kaufmann. Ein gelöstes Problem ist ein verlorenes politisches Thema. Und diese Koalition räumt in der Bildungspolitik
ein Thema nach dem anderen ab, was über Jahre lang, was über Jahre im ideologischen Streit war, Herr Kollege Rentsch. Schauen wir uns doch das Thema G8 und G9 an. Über Jahre ein Streitthema in diesem Land. Ich habe lange nichts mehr über dieses Thema gehört, übrigens auch nicht von der Opposition, weil wir es auch bei diesem Thema so gemacht haben, mit den Betroffenen reden, über verschiedene Lösungsmodelle sprechen, dann eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung funktioniert dann auch, meine Damen und Herren. Das ist ein richtiger Ansatz in der Bildungspolitik. Und das gefällt der Opposition natürlich nicht, weil nehmen wir das nächste Thema, Ganztagsschule. Was wurde in diesem Landtag schon über das Thema Ganztagsschule gestritten und debattiert und Argumente ausgetauscht? Auch dieses Thema haben wir zu einer guten Lösung geführt. Wir haben gesagt, wir entwickeln den Pakt, wir entwickeln den Pakt für den Nachmittag weiter, weil viele Eltern endlich eine Antwort haben wollen auf ihr Betreuungsproblem in der Grundschule. Und wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, übrigens gemeinsam mit Ihnen einen weiteren Haushaltsansatz auf den Weg gebracht, mit dem wir auch Ganztagsschulen im Profil 2 und im Profil 3 fördern. Ein gelöstes Problem ist ein verlorenes politisches Thema, meine Damen und Herren. Schauen wir uns den Bereich Inklusion an. Auch hier gab es viel Unzufriedenheit, auch hier gibt es vieles zu verändern. Wir haben auch hier das Gespräch gesucht, haben ein neues Umsetzungskonzept für Inklusion auf den Weg gebracht, das zum kommenden Schuljahr startet, von dem uns viele sagen, dass sie da viele Erwartungen daran haben, dass wir damit tatsächlich das Thema Inklusion vernünftig umsetzen können. Auch zu diesem Thema. Wo ist denn der Gegenvorschlag der Konsistente der SPD? Wo ist denn der Gegenvorschlag der FDP in diesem Hause oder von den LINKEN? Auch da müssen Sie doch zugeben, dass ein gelöstes Problem ein verlorenes politisches Thema für die Opposition in diesem Hause ist. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir auch beim Thema der Oberstufe jetzt eine Lösung gefunden haben. Weil diese Debatte hat ja ein bisschen den Blick verstellt darauf, was bildungspolitisch in diesem Land geleistet wird. In Hessen wurden keine Stellen gekürzt, in Hessen werden keine Stellen gekürzt. Diese Behauptung ist schlicht und ergreifend falsch, meine Damen und Herren. Die Wahrheit ist, seit Beginn dieser Legislaturperiode wurden 800 neue Lehrerstellen an Hessens Schulen geschaffen. Und wenn wir jetzt darüber endlich einmal wieder reden können, was die Realität in diesem Lande bildungspolitisch ist und nicht das, was die Opposition erzählt, dann haben wir auch wieder einen großen Fortschritt gemacht, meine Damen und Herren. 800 neue Stellen seit Beginn dieser Legislaturperiode. Für das Ganztagsschulprogramm stehen jedes Schuljahr 230 zusätzliche Stellen zur Verfügung. Das ist doppelt so viel als in früheren Jahren und so viel, wie es noch nie in Hessen für die Ganztagsschulentwicklung in unserem Land gab. Jedes Schuljahr kommen in Hessen 60 zusätzliche Stellen zum Sozialindex hinzu, weil wir die Schulen mit einer herausfordernden Schülerschaft auch besonders fördern wollen. Jedes Jahr 60 Stellen zusätzlich. Im Bereich Inklusion mussten wir so wenige Anträge von Eltern auf inklusive Beschulung ablehnen wie noch nie. Es sind immer noch welche, und wir wollen, dass es gar keine Anträge mehr sind, die wir ablehnen. Es kommen für den Bereich Inklusion jedes Jahr mehr Stellen hinzu, als es jemals in Hessen gegeben hat, meine Damen und Herren. Im Bereich der Deutschförderung haben wir mittlerweile 1.000 Deutschförderklassen. 1.000 Deutschförderklassen, von denen die meisten in den letzten Monaten in großer Kraftanstrengung geschaffen wurden, weil wir den Anforderungen der Flüchtlingskrise gerecht werden wollen. 1.000 insgesamt in unserem Land innerhalb weniger Monate. Wer soll der Opposition da glauben, dass Bildung keine Priorität hätte in Hessen, meine Damen und Herren? Und natürlich wird es in der Bildungspolitik, wie in vielen anderen Politikfeldern, aber natürlich gerade in der Bildungspolitik immer
noch mehr Konzepte geben, immer noch mehr Ideen geben, immer weitere Vorschläge geben, wie man Sachen noch besser machen kann. Und ja, wir werden uns alle diese Vorschläge anschauen. Und natürlich haben wir selbst auch sehr viele Vorschläge und Ideen. Die Kunst der Politik, wenn man regiert, ist aber, aus dem Wünschbaren auch das Machbare zu machen. Und genau daran arbeiten wir mit einer klaren finanziellen Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich, meine Damen und Herren. Und ich fasse noch einmal zusammen. Im Bereich G8, G9, Thema weitgehend gelöst. Im Bereich Ganztagsschule, die ideologischen Debatten beendet. Im Bereich Inklusion ein neues Umsetzungskonzept vorangebracht. Im Bereich Deutschförderung innerhalb weniger Monate 1.000 Klassen geschaffen. 800 Stellen mehr seit Beginn der Legislaturperiode. Im Bereich der Oberstufe jetzt auch eine Lösung gefunden, von der die Eltern sagen, es wurde ja schon zitiert, es ist eine gute Lösung. Dass die Opposition hier im Hause heute einen schlechten Tag hat, kann ich verstehen. Denn, meine Damen und Herren, gelöste Probleme sind verlorene politische Themen für die Opposition. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. 2 Minuten Redezeit. Ja, Herr Kollege Wagner, so kann man das wirklich nicht stehen lassen, weil von gelösten Problemen kann nun wirklich nicht die Rede sein. Fragen Sie doch einmal die Petenten, ob die ihre Petition zurückziehen wollen. Das tun Sie nämlich nicht, Herr Wagner. Das tun Sie nicht, weil nach wie vor 150 Stellen an Grundschulen gestrichen sind, weil nach wie vor in der Einführungsphase Stellen gestrichen sind, weil hier kein Problem gelöst ist. Und gerade an den Grundschulen, die vor allem Inklusion machen sollen, wo Sie die Differenzierungszulage kürzen, da ist kein Problem gelöst. Wo nach wie vor eben Kinder abgelehnt werden, die in die Inklusion wollen, da ist kein Problem gelöst. Und was den Ganztag angeht, auch zur Grundschule. Ich frage Sie noch einmal, wie viele echte Ganztagsgrundschulen gibt es in Hessen? Immer noch 6 Stück. 6 echte Ganztagsgrundschulen gibt es in Hessen von fast 1.200 Schulen. Hier ist nun wirklich kein Problem gelöst, und hier ist noch richtig, richtig viel zu tun, meine Damen und Herren. Und ich will ja gar nicht viel zur Intensivklasse noch einmal sagen. Da sind wir ja wirklich froh, dass wir etwas gemeinsam machen konnten und die 800 Lehrerstellen schaffen konnten. Aber wir werden noch weiter darüber reden müssen, wo diese Intensivklassen alle sind. Wie viele Intensivklassen sind denn an Gymnasien in Hessen? Es waren im letzten Jahr noch gerade einmal 8 Klassen. Es werden wahrscheinlich ein paar mehr sein. Auch das kann nicht sein. Hier gibt es noch viele Probleme, die gelöst werden müssen, um gerade hier Chancengleichheit auch für Menschen, die zu uns kommen, zu lösen. Hier ist kein Problem gelöst, meine Damen und Herren. Eins muss ich ja noch loswerden. Also, man denkt ja wirklich, man ist hier manchmal im verkehrten Film, Frau Ravensburg. Also, ich hatte ja fast das Gefühl, als hätten wir Kürzungen gefordert, und Sie sind jetzt die, die das abgewehrt haben. Also, das ist doch eine verkehrte Welt, mal ganz abgesehen davon, dass ich bisher immer dachte, es wären nur Stellen umverteilt worden. Plötzlich ist ein anderes Wording hier. Jetzt, wo Sie es abgewehrt haben, sind die Kürzungen zurückgenommen worden. Die ganze Zeit waren es Umverteilungen, meine Damen und Herren. Da ist keine Kohärenz in Ihrer Argumentation. Das ist Zickzackkurs, und da ist keine Verlässlichkeit. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Herr Kollege Wagner, Sie haben 2 Minuten Antwortmöglichkeiten, die Sie nutzen können. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kollege Degen, die Situation, dass Sie sich offenkundig in dieser Debatte rechtfertigen müssen, könnte etwas damit zu tun haben, wie Sie hier argumentieren. Weil Sie könnten ja sehr selbstbewusst gemeinsam mit der Regierungskoalition sagen, es ist gut, dass die Stellenumlenkungen in den nächsten Schuljahren nicht gemacht werden. Dann würden Sie sich aber mit der Sache beschäftigen und nicht mit Oppositionsrhetorik. Und es wäre ja sehr erfrischend, wenn Sie das einmal tun könnten. Und ich will es ja noch einmal sagen, Ihnen gehen doch bildungspolitisch die Themen und vor allem die konzeptionellen Alternativen aus. Und auch da
möchte ich noch einmal darauf hinweisen, beim Thema Ganztagsschule, auch wenn es der SPD nicht gefällt, gibt es keinen ideologischen Streit mehr in diesem Land. Diese Regierungskoalition hat sich dazu verpflichtet, den Pakt für den Nachmittag auszubauen und wieder Schulen ins Profil 2 und ins Profil 3 aufzunehmen. Das werden Sie sehr präzise zum nächsten Schuljahr sehen. Dann werden Sie sich wieder darüber ärgern, dass etwas umgesetzt wird, was Sie eigentlich wollen. Dann dürfen Sie sich aber auch nicht fragen, warum Sie als die Merkwürdigen in dieser Debatte gelten, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Cárdenas von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Mensch, Lipsi. Echt? Bitte keine Rufe von der Regierungsbank aus. Und ein wenig Ruhe mehr. Frau Kollegin Cárdenas hat jetzt das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben jetzt unsere... Frau Kollegin Cárdenas, Sie können jetzt reden. Sie haben unsere Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich kann auch wieder gehen, ist kein Problem. Ich glaube, es ist sowieso hier alles gesagt worden. Frau Kollegin, lassen Sie sich nicht irritieren. Sie haben jetzt das Wort. Ich bitte die Kollegen und Kolleginnen, Ruhe zu halten und einfach zuzuhören. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich fand es ja durchaus berechtigt, zwei so wichtige und dringliche Petitionen zum Setzpunkt zu machen. Das ist auch eine ganz neue Art, damit umzugehen mit Petitionen, finde ich sehr angenehm, sehr sinnvoll. Meine Damen, meine Herren von der FDP, aber dank Herrn Lorz sind Sie ja nun doch nicht mehr in Gänze aktuell. Dass der Kultusminister zahlreiche Gespräche geführt und auch das Versprechen abgegeben hatte, nachzubessern, das wussten wir. Denn nicht nur die Opposition, sondern auch tausende Schülerinnen und Schüler sowie unzählige Eltern haben vehement gegen diese Kürzungen protestiert. Auch wenn auch ich bezweifle, ich kann hier nicht reden. Frau Kollegin Cárdenas, Sie haben das Wort. Und bitte ein wenig Ruhe. Auch wenn auch ich bezweifle, dass es sich dabei um einen Zufall handelt. Deshalb Chapeau, Herr Minister. Und ich denke, Sie haben das ganz gut hingekriegt. So. Dass Sie sich bei den Stellenzuweisungen nicht, wie Kultusminister Lorz bis vor kurzem gerne behauptet hat, um geringfügige Veränderungen, die keinen Einfluss auf Oberstufenkurse haben, handelt, wurde von den vielen Schulen verdeutlicht, die sich hilfesuchend an die hessischen Schulpolitiker und Politikerinnen gewandt haben, weil sie plötzlich Kurse in der Oberstufe nicht mehr anbieten können. Eine der Petitionen, die wir hier besprechen oder besprechen wollten, ist von der Landesschülervertretung eingereicht worden. Innerhalb kürzester Zeit haben mehr als 30.000 Hessinnen und Hessen diese Petition unterzeichnet. Und selbst haben hunderte Mails und Briefe von empörten Eltern erreicht. Schulleitungen machten deutlich, dass durch die Zuweisungskürzung tatsächlich weniger Unterricht gegeben werden wird. Und auch die zweite Petition befasst sich mit dieser Thematik. Ich zitiere noch einmal mit Erlaubnis. Mit dem Erlass des Kultusministeriums und dem entsprechenden Beschluss zum Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2019 finden tiefe Einschnitte in der Oberstufe statt. Begründet werden diese Kürzungen mit dem zusätzlichen Bedarf, bedingt durch Ganztagsangebote inklusive Beschulung, Deutschfördermaßnahmen und zur Aufstockung der Sozialindexstellen. Diese zusätzlichen Stellen sehen wir als notwendig an und sollen nicht abgesprochen werden. Dieses darf jedoch nicht zulasten anderer Schularten gehen. Zitat Ende. Des Weiteren wird ausgeführt, dass der bereits im Jahr 2015/2016 gekürzte Schülerfaktor durch die erneute Kürzung definitiv dafür sorgen würde, eine 104-prozentige Lehrerversorgung in weite Ferne rücken zu lassen. Konkret führt die Petentin aus, diese Kürzungen gehen zulasten der Oberstufenschüler. Besonders davon betroffen sind die naturwissenschaftlichen Fächer sowie die Fremdsprachen. Die Folge sind erhöhte Schülerzahlen pro Kurs, und das Ganztagsangebot kann nicht in vollem Umfang gewährleistet werden. Zitat Ende. Wir nutzen hier, meine Damen und Herren, des Öfteren das Sinnbild des zu kurzen Tischtuchs, und das gilt auch hier.
den Widerstellungnahmen des Hessischen Kultusministeriums zu entnehmen ist, ist das Volumen der gekürzten Stellen nicht gering. Im Gegenteil, in der Stellungnahme lässt sich eine Berechnung finden, die verdeutlicht, welches Ausmaß die Kürzungen tatsächlich haben. Ich zitiere ein letztes Mal. Das gesamte Volumen für die von der Petentin erbetene Rücknahmen der Zuweisungsänderung beträgt somit 472,2 Stellen. Und das bei dem Wegfall dieser 472,2 Stellen, wie der Umkehrschluss zulässt, Unterricht zwangsläufig ausfallen muss, ist ja klar. Herr Minister, Sie haben erklärt, dass die Zuweisungen für das Schuljahr 2015/16 nicht zurückgenommen werden sollen. Das ist sehr bedauerlich, denn die Einschnitte sind auch hier groß. Trotzdem können all diejenigen, die sich so vehement gegen die Kürzung zur Wehr gesetzt haben, einen Teilerfolg verzeichnen. Und ganz habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass das Einsehen des Kultusministers bis zum Ende des Schuljahres so groß ist, auch die 150 verschobenen Stellen wieder an ihren Platz zu setzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lotz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Märzplenum dieses Hohen Hauses hatte ich die SPD-Opposition verdächtigt, auf die nächste Oscar-Nominierung zu schielen, weil sie wie Leonardo DiCaprio als Wiedergänger ein Thema zum Setzpunkt gemacht hatte, das genau so auch schon im letzten Jahr auf der Tagesordnung des Landtags gestanden hatte. Das scheint die FDP-Fraktion in diesem Hause in besonderer Weise animiert zu haben, denn sie hat dasselbe Thema nun im April zu ihrem Setzpunkt gemacht. Aber, meine Damen und Herren, und das kann man auch aus der Filmbranche lernen, die zweite Wiederholung von irgendetwas bringt einem garantiert keinen Oscar ein. Ich hoffe aber, Sie werden es der Landesregierung umgekehrt positiv anrechnen, dass sie Ihnen mit der von mir gestern bekannt gegebenen Entscheidung wenigstens erspart hat, die Reden vom März unverändert noch einmal halten zu müssen. Die SPD hat das ja auch ersichtlich getan. Dass sie mich allerdings in ihrer Pressemeldung gleich in die Nähe des Friedensnobelpreises gerückt hat, das hätte ich dann doch nicht erwartet. Vielen Dank für diese nette Überraschung. Ja, das vertiefen wir noch einmal im Detail. Aber zur Sache, meine Damen und Herren. Sie wissen, dass wir aktuell vor großen Herausforderungen in der Schulpolitik stehen und dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen schon in der Koalitionsvereinbarung politische Schwerpunkte für ihre bildungspolitischen Investitionen beschlossen haben. Das ist in vorderster Linie der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote im Ganztag. Das ist die Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten. Das ist der Ausbau der inklusiven Beschulung. Und das ist die Verdoppelung der Sonderzuweisung für Schulen, die in einem schwierigen sozialen Umfeld arbeiten, also das, was man landläufig als Sozialindex bezeichnet. Und daran, meine Damen und Herren, halten wir unverändert fest. Und wir haben, das will ich nur auch noch einmal klarstellen, Herr Abgeordneter Wagner hat bereits gesagt, 800 zusätzliche Stellen, die wirklich zusätzlich über den Bestand der Stellen in den Etat hineingeschrieben worden sind. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja noch immer das, was mit einem Wort, was ich nicht mag, aber ich muss es jetzt halt an der Stelle bringen, was man landläufig als demografische Rendite bezeichnet. Denn wir haben, wenn man von der Zuwanderung, die mit diesen 800 Stellen abgefangen werden soll, absieht, haben wir nach wie vor zurückgehende Schülerzahlen. Und die Lehrerstellen, die dort frei geworden sind, werden in genau diese Schwerpunkte reinvestiert. Keine dieser Stellen verlässt das Bildungssystem. Und wenn Sie das rechnen, netto, und ziehen mal den Strich drunter unter all die Bemühungen der letzten beiden Schuljahre, dann sind wir schon bei über 1.500 Stellen, die wir mobilisiert haben, um sie in diese Schwerpunkte zu investieren, und zwar ohne irgendwelche Umlenkungen, Kürzungen oder Reduzierungen an anderer Stelle. Aber das zentrale Thema dieser in der vergangenen Plenardebatten war nun die Lehrerversorgung in der gymnasialen Oberstufe, die objektiv betrachtet im Vergleich mit anderen Schulbereichen sehr gut ausgestattet war und ist. Hier hatten wir für die kommenden beiden Schuljahre noch Stellenumlenkungen in der Qualifikationsphase vorgesehen. Aber, das habe ich gestern öffentlich erklärt und wiederhole es gerne heute hier in diesem Hause, die Landesregierung und die Spitzen der Koalition haben sich in dieser Woche auf meinen Vorschlag hin darauf verständigt, auf diese Stellenumlenkungen zu verzichten. Meine Damen und Herren, zu dieser Entscheidung sind wir nicht zuletzt aufgrund der mit einigen betroffenen Schulen geführten Fachgespräche gekommen.
Darin sehen Sie auch die Stärke und sehen den Effekt des von uns initiierten Dialogverfahrens. Wir haben die entsprechenden Einladungen ausgesprochen und diese Gespräche geführt, weil wir in vollem Ernst die individuellen Situationen der Stellenverwendung im Detail nachvollziehen wollen. Wir haben dabei, soweit die Schulen uns Probleme vorgetragen haben, die Ursachen identifiziert, auch Ursachen außerhalb der Veränderungen bei der Zuweisung. Wir haben aber auch die Erkenntnis gewonnen, dass gerade zum kommenden Schuljahr mehrere Effekte zusammengekommen wären, die die Forderung nach einer Entlastung von der geplanten Stellenumlenkung in diesem Zeitpunkt berechtigt erscheinen ließen. Das habe ich auch im März in einem Brief an die betroffenen Eltern ausdrücklich anerkannt und haben gesagt, wir werden nach Möglichkeiten zu dieser Entlastung suchen. Um diese Möglichkeiten zu finden, braucht man natürlich die Voraussetzungen dafür, also insbesondere die Mittel. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es eine schöne, eine frohe Botschaft auch für mich gewesen, dass es uns gelungen ist, im Etat des Kultusministeriums für das kommende Schuljahr Spielräume zu identifizieren, die uns das ermöglichen, auf die zweite Tranche der geplanten Stellenumlenkungen zu verzichten. Und weil Sie gefragt haben, Herr Abg. Yüksel, das ist ganz einfach. Unsere Berechnungen verändern sich permanent. Weil wir fangen zu Beginn eines Schuljahres an, für das kommende Schuljahr zu berechnen. Da werden Prognosen erstellt, die werden laufend aktualisiert, laufend auch durch Rückmeldungen, durch Plausibilisierungen verfeinert. Und je näher man natürlich an das kommende Schuljahr herankommt, umso mehr kann man abschätzen, wie sind denn die Schülerzahlen tatsächlich, wie ist denn die Sollklassenverteilung, was brauchen wir denn tatsächlich an Mitteln. Und das darf ja auch einmal so ausgehen, dass man dann sagt, also gut, dann brauchen wir zum kommenden Schuljahr diese zweite Tranche nicht, wie es ursprünglich kalkuliert war. Aber das alleine hätte ja noch nicht gereicht. Deswegen bin ich auch sehr froh und ich möchte mich ausdrücklich bei dem Ministerpräsidenten und bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, dass ich darüber hinaus die politische Zusage der gesamten Landesregierung gewinnen konnte, dass wir eben auch 2017 es so einrichten werden, dass wir auf die dann geplante dritte Tranche der Stellenumlenkung ebenfalls verzichten können. Das, meine Damen und Herren, ist für sich betrachtet schon eine große Leistung. Denn es entspricht einer entsprechenden finanzpolitischen Kraftanstrengung. Es entspricht auch einer finanzpolitischen Verpflichtung, die wir für das kommende Jahr eingehen, wo wir wissen, dass wir dort eine Herausforderung in Angriff nehmen, aber eben auch zuversichtlich sind, dass wir sie meistern werden. Und ja, die erste Phase, die zu Beginn dieses Schuljahres vollzogen worden ist, bleibt davon unberührt, weil dafür der Spielraum auch einfach nicht reicht. Aber das war auch ein einhelliges Ergebnis der Fachgespräche, dass diese Umlenkung, dass das, was dieses Schuljahr geschehen ist, dass das die Schulen nicht in Schwierigkeiten gebracht hat. Und daraus erklären sich auch beispielsweise die Meldungen in der Presse, die hier schon mehrfach zitiert worden sind, dass allgemein auch von denjenigen, die die Proteste im vergangenen Jahr und in den vergangenen Wochen angeführt haben, die Rückmeldung kam, ja, das ist jetzt ein gutes Ergebnis und damit können wir leben. Und daran, meine Damen und Herren, wird es auch nicht ändern, wenn Sie versuchen, sozusagen die alten Visionen noch einmal zu beschwören. Ich habe es ja bei Herrn Abgeordneten Greilich gehört, der noch immer im Futur davon redet, wo Kurse wegfallen werden angeblich. Ja, aber Herr Greilich, die Kurse müssten ja längst weggefallen sein. Und dafür haben Sie keine Beispiele, genauso wenig wie die angeblich von Herrn Yüksel beschworene Lücke, weil es diese Beispiele nämlich nicht gibt, meine Damen und Herren, weil dieser Wegfall nicht eingetreten ist. Und für die Grundschulen, nur weil die Redner der Opposition das natürlich bei ihrer Suche nach einem verbleibenden Strohhalm der Kritik auch aufgebracht haben, gilt das noch viel mehr. Denn, meine Damen und Herren, die Schwerpunkte der bildungspolitischen Investitionen dieser Landesregierung, die ich zu Beginn noch einmal betont habe, die kommen ja gerade den Grundschulen zugute. Ob das der Pakt für den Nachmittag ist oder der Ganztag, wo wir Jahr für Jahr, jedes Jahr mehr investieren als der Umfang der Staffelung des Förderzuschlags, über den wir einmalig in diesem Jahr überhaupt geredet haben. Ob das der Sozialindex ist, ob das die Unterstützung bei der inklusiven Beschulung ist und von der 105-prozentigen Lehrerzuweisung, die es damals, als dieser Zuschlag eingeführt wurde, auch noch nicht gab, muss ich gar nicht anfangen zu reden. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte in den 2 Minuten, die mir noch bleiben, auch noch einen wesentlichen Punkt abschließend klarstellen. Wir haben immer gesagt, dass die ursprüngliche Entscheidung, auch die Zuweisung für die gymnasiale Oberstufe zu verändern, natürlich nicht darin begründet war, dass wir geglaubt hätten, die Schulen würden die ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht sinnvoll einzusetzen ist. Wir wissen, dass jeder Euro und jede Stelle, die bei den Schulen ankommen, gut investiertes Geld sind. Das gilt allerdings potenziell nahezu unbegrenzt nach oben.
Davon bin ich persönlich, und davon sind auch die Hessische Landesregierung und die schwarz-grüne Koalition aus tiefstem Herzen überzeugt. Aber, meine Damen und Herren, Politik ist immer auch die Kunst des Machbaren. Und grundlegend für das Machbare ist nun einmal das zur Verfügung stehende Geld. Das ist etwas, was die Opposition in diesem Hause sich permanent weigert, anzuerkennen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es ein permanentes Ringen, mit den notgedrungenen endlichen Ressourcen so umzugehen, dass sie möglichst effektiv und fruchtbar eingesetzt werden. Aber wenn es dann, wie hier und heute, gelingt, zusätzlich dort zu investieren, wo es besonders gebraucht wird, und zwar ungeschmälert dort zu investieren, in diesen Schwerpunkten, und das ohne dafür Ressourcen umlenken zu müssen, dann ist das ein schöner Erfolg. Und deswegen sehen Sie mich auch heute entsprechend froh gestimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich erteile nun Herrn Kollegen Rentsch von der FDP noch einmal das Wort. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, ich kann das verstehen, Kollege Boddenberg. Ich bin auch, gelinde gesagt, sprachlos, was die Kollegen der Union hier gerade aufführen. Also, Herr Kultusminister, erst schaffen Sie ein Problem, dann müssen die Petenten, die heute gekommen sind, die Landesschülervertretung, Menschen in Frankfurt, Fraktionen hier im Hessischen Landtag, Sie massiv darauf hinweisen, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Dann räumen Sie den Fehler zum Teil, und da kommen wir noch zu, zum Teil wieder ab und wollen sich heute dafür loben lassen, dass Sie uns ungefähr 6 Wochen hier, 8 Wochen, 10 Wochen beschäftigt haben. Das ist ja unglaublich, was wir hier machen. Dann kommt der Kollege Wagner, in der nächsten Episode aus Wie werfe ich Nebelkerzen? Kollege Wagner, wissen Sie, was Menschen, auch die Eltern, die heute hier sind, Ihnen wirklich positiv ins Stammbuch geschrieben hätten? Wenn Sie einmal gesagt hätten, okay, wir haben da einen Fehler gemacht, wir haben das erkannt und wir haben das abgeräumt. Anstatt haben Sie heute wieder versucht, andere Beispiele wie die 800 Plätze für den Bereich der Integration sozusagen neu zu vermarkten hier. Die 300 Herr Kollege Boddenberg, ich will Ihnen einmal etwas sagen. Früher haben wir mit der Union gemeinsam das Gymnasium verteidigt, heute machen wir es ohne Sie. So ist die Realität mittlerweile in Hessen. So ist es mittlerweile, das ist die Realität in Hessen. Das ist die Realität. Ist doch ganz klar. Ich habe Ihnen das doch letztes Mal schon gesagt. Wer den Gymnasien nicht das Geld gibt, damit sie ihre Stromrechnung bezahlen können, als Metapher, der räumt die Gymnasien von hinten aus. Das ist die Realität. Und ich meine, warum schütteln Sie denn den Kopf? Die Eltern, die heute hierher gekommen sind, die sich in Frankfurt massiv auch beim Kommunalwahlergebnis gegen CDU und GRÜNE gestellt haben, das müsste Ihnen doch Lehre genug sein, nicht so arrogant hier im Hessischen Landtag aufzutreten, mal ein bisschen mehr Demut zu zeigen. Das wäre doch wirklich, wirklich heute einmal der richtige Tag. Stattdessen schreien Sie, rufen Sie dazwischen. Ich glaube, es wäre richtig, Sie würden hier nach vorne kommen. Sie sind ja schließlich der Fraktionsvorsitzende, wie der Kollege Wagner das auch gemacht hat, und jetzt einmal sagen, was denn Ihre schulpolitischen Vorstellungen sind. Und dann kommen wir einmal zu den konkreten Fragen, Herr Kollege Wagner, die Sie angesprochen haben. Die 300 Stellen, die weg sind, die auch nicht mehr zurückkommen, Herr Kultusminister, was ist denn mit denen? Ist denn sozusagen die aktuelle Kürzung, die Sie zurückgenommen haben, der große Erfolg? Oder wäre es nicht richtig gewesen, wenn für CDU und GRÜNE Bildung wirklich noch Priorität in diesem Landtag hätte, auch diese 300 Stellen, die Sie gekürzt haben, wieder zurückzunehmen? Wäre das nicht der richtige Weg gewesen? Und ich muss eins sagen, und das jetzt einmal auch, Herr Kultusminister, ganz offen über die Parteigrenze weg. Das ist doch völlig wurscht. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Hier im Hessischen Landtag das Argument zu bringen, Herr Kollege Boddenberg hat das ja gleich argumentativ sozusagen mit Lautstärke unterstützt, ist denn irgendwo ein Kurs ausgefallen? Erstens, Sie haben den Schulen weniger Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Und dass diese Schulen jetzt mit den weniger Mitteln noch das Beste daraus gemacht haben, sich darüber quasi noch feiern zu lassen, dass die Schulen in Hessen einen guten Job machen, das setzt dem Ganzen die Krone auf, Herr Kollege Boddenberg. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Machen Sie nur weiter so. Ich kann nur sagen, machen Sie nur weiter so. Und ich glaube auch, Herr Kollege Wagner, wir müssen nicht Angst und Bange werden, dass wir keine Themen mehr haben. Wer so Schulpolitik macht wie Sie, kann davon ausgehen, dass dieses Thema jede Plenarsitzung wieder Thema in diesem Landtag sein wird, meine Damen und Herren. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, möchte ich einen ehemaligen Kollegen auf der Besuchertribüne begrüßen, der damalige Abgeordnete Hans-Dieter Schnell. Herzlich willkommen. Applaus
Nun rufe ich auf Herrn Kollegen Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zunächst einmal die Gelegenheit benutzen, den Ausdruck Schnösel gegenüber dem Kollegen Wagner in aller Form zurückzunehmen. Punkt 1. Punkt 2. Ich möchte mich ausdrücklich bei dem Kultusminister bedanken, dass er sich eines anderen Tons befleißigt hat als der Kollege Wagner, weil Sie sich immerhin bemüht haben, nicht nur im Ton, sondern Sie haben sich immerhin auch bemüht zu der Sache, um die es heute geht, nämlich die Stellenkürzungen im Bereich der gymnasialen Oberstufen zu reden, was der Kollege Wagner ziemlich tunlichst und weitgehend vermieden hat. Nichtsdestoweniger, ich muss in dieselbe Kerbe hauen, teilweise, in die Kollege Rentsch eben gehauen hat. Sie haben gesagt, in einem von uns initiierten Dialogverfahren, das waren Ihre Worte, sei jetzt die Angelegenheit geregelt. Ich will jetzt einmal von dem Initiieren kurz sprechen. Wenn man eine unsachgemäße Entscheidung trifft, da man dann die Welt rebellisch macht, zwei Petitionen, davon eine mit über 30.000 Unterschriften gegen sich in Stellung bringt und daraufhin dann anfängt, mit den Leuten, die von der unsachgemäßen Entscheidung betroffen sind, zu reden, wird man nicht sagen können, man habe ein Dialogverfahren initiiert. Das wird man, Herr Minister, damit wird man vielleicht kein Oscar-Beiträger, aber man könnte in die Nähe des Literaturnobelpreises für George Orwell 1984 und Newspeak könnte man kommen, und das gilt auch für den zweiten Punkt. In der Tat, das hat auch schon einmal jemand gesagt, erst war es eine Umverteilung. Dann haben wir heute hier zur Kenntnis genommen, dass es sich um eine Rücknahme von Kürzungen handelt. Also es wurden die Umverteilungen zu Kürzungen. Jetzt wird aber in Ihrer Rede die Rücknahme der Kürzungen zu zusätzlichen Stellen. Das ist Neusprech, wenn ich je Neusprech gehört habe, Herr Minister. Das muss ich Ihnen wirklich jetzt einmal so sagen. Und drittens haben Sie eine Meisterleistung an rhetorischer Logik vollbracht, als Sie hier vorgetragen haben, der Kollege Greilich habe zwar viele Beispiele für nicht angebotene respektive ausgefallene Oberstufen, Leistungskurse und andere Kurse in der Vergangenheit gebracht, aber keine für die Zukunft. Das ist eine logische Unmöglichkeit, Herr Minister. Auch das muss man an dieser Stelle einmal sagen. Und so war mit Verlaub diese ganze Debatte. Am Thema vorbei und der Versuch, mit einem Gegenangriff hier Entlastung zu sagen. Und zu dem Gegenangriff, Herr Kollege Wagner, machen Sie sich gar keine Sorgen über die Konzepte. Machen Sie sich gar keine Sorgen über die Konzepte der Opposition, insbesondere nicht um die der Sozialdemokratie. Wir diskutieren das sehr sorgfältig in der Enquete-Kommission und bei anderen Gelegenheiten. Und eine Koalition, die sich noch nicht einmal darauf verständigen kann, ob es tatsächlich für die Inklusion einen Rechtsanspruch, einen individuell verbrieften Rechtsanspruch gibt und ob der Ressourcenvorbehalt dafür gelten soll oder nicht, die sich darauf nicht verständigen kann, die sollte nicht den Anspruch erheben, und das sollten Sie auch nicht tun, hier zu erzählen, oder sollte nicht den Anspruch erheben, sie hätte das Inklusionsproblem gelöst. Sie ist weit davon entfernt, das getan zu haben. Mein Fazit ist, wie schon beim KiFE übrigens, da hatten wir auch viele Petitionen. Sie haben ein Problem teilweise gelöst, das wir ohne Sie gar nicht gehabt hätten. Und dafür wollen Sie jetzt gelobt werden. Wir haben Sie übrigens dafür gelobt. Das hat der Kollege Yüksel getan, aber eben nur teilweise. So ist das. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Verehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Kolleginnen! Das Einzige, was heute beim Setzpunkt der FDP am Thema vorbei war, waren die Wortbeiträge der Opposition. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob bei Teilen der Oppositionsabgeordneten hier im Landtag der Wahlkreis und der Wohnsitz
weit auseinanderliegen. Nämlich das, was hier berichtet wurde, hat mit Bildungspolitik in Hessen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und jetzt will ich Ihnen einmal Folgendes sagen, Herr Kollege Rentsch. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal an einer hessischen Schule waren und wann Sie zum letzten Mal an einem hessischen Gymnasium waren. Möglicherweise zum letzten Mal, als Sie die Abiturprüfung bestanden haben. Ich empfehle Ihnen ausdrücklich, unterhalten Sie sich einmal mit Schulleitern. Und dann gucke ich einmal in Richtung des Kollegen Merz. Es gibt ja auch einige Schulleiter, die der SPD angehören. So gibt's. So, es gibt's. Das ist auch völlig in Ordnung. So, passen Sie mal auf. So, jetzt passen Sie mal auf. Und dann erzählen mir SPD-Schulleiter, die fantastische Arbeit auch im kommunalpolitischen Parlament machen, will ich durchaus sagen, sehr kollegial. Das müssen wir feststellen. Ich zitiere, seitdem wir Bildungspolitik im Lande Hessen machen. Wir. Und jetzt auch seit 2,5 Jahren sehr erfolgreich mit Bündnis 90 Die Grünen war die Lehrerausstattung noch nie so gut an den Schulen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Stunden, die den Gymnasien zur Verfügung stehen, sind so auskömmlich, und das ist auch gut so, weil sie gut ausgestattet sind, dass dort viele AGs stattfinden können, dass dort Kleinstkurse stattfinden können. Das können die Schulen sich in ihrer Autonomie nämlich leisten. Kleinstkurse können stattfinden. Und die Schulleiter die haben sogar noch genügend Stunden übrig, um besonders fleißige Kolleginnen und Kollegen mit Freistunden zu belohnen. Unterhalten Sie sich doch einfach mal mit Schulleitern. Dann werden die Ihnen möglicherweise das nicht schriftlich, aber sehr persönlich sagen, jawohl, das läuft hier richtig gut. Und dann kommen wir einmal zu den bildungspolitischen Vorstellungen, die wir haben. Die Antwort ist relativ einfach, Herr Kollege Rentsch. Die Priorität, die diese Landesregierung der Bildungspolitik einräumt, ist so eindeutig, wie sie nicht eindeutiger sein könnte. Noch nie so viel Geld im Bildungsetat. Die Kollegin Ravensburg hat das vorhin festgestellt, wie heute. Beim Schuljahreswechsel von 14 auf 15 bzw. 15 dann auf 16, 7.000 Schüler weniger an hessischen Schulen bei gleichbleibender Lehrerzahl. Da ist nichts weggefallen. Diese ganze Debatte um Kürzungen ist eine Phantomdebatte, die kaum mehr zu unterbieten ist. Und insofern will ich an dieser Stelle wirklich festhalten, wissen Sie, zusätzliche Stellen, 800 an der Zahl, das kann man gar nicht häufig genug sagen. Und insofern, Herr Kollege Merz, will ich das auch noch einmal hier deutlich machen. Auch die Gymnasien profitieren beispielsweise von natürlich den zusätzlichen Kräften, die aus Förderschulen dort mit eingesetzt werden. Die profitieren natürlich von den Intensivkursen, die dort eingerichtet werden. Diese Stunden fallen ja nicht vom Himmel. Die Sprachfördermaßnahmen, im Übrigen in Summe 1.100, haben wir natürlich in Ergänzung gebracht. Und ich glaube, das ist eine Situation, die man einfach einmal feststellen darf. Es ist eine Neiddebatte, die Sie führen. Sie werfen mit Nebelkerzen, weil Sie sich ärgern darüber, dass Sie bildungspolitisch am Ende sind. Und im Übrigen, Herr Kollege Rentsch, das vielleicht final, wenn Sie Kommunalpolitik und Landespolitik immer gleichsetzen, erinnere ich einmal daran, dass es bei Ihnen ja nun beim letzten Mal noch denkbar knapp war bei der Fragestellung im Landesergebnis. Insofern glaube ich mal, müssen wir nicht auf Finger zeigen, wie gerade irgendwo welche Wahlen ausgegangen sind. Bildungspolitik unter Schwarz-Grün hat höchste Priorität. Das bleibt auch weiter so. Und die Gymnasien sind fantastisch ausgestattet. Ich freue mich. Das ist ein guter Tag für die Gymnasien. Und das wird auch in den zukünftigen Jahren so weitergehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Hat sich noch einmal Kollege Greilich von der FDP zu Wort gemeldet? Sie haben noch 1 Minute und 44 Sekunden, Herr Kollege. Sie haben hiermit das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Reif. Wird exakt eingehalten. Können Sie sich darauf verlassen? Es geht auch ganz schnell, Herr Kollege Schwarz. Es sind nur zwei Punkte, die ich Ihnen kurz antworten wollte. Sie haben gefragt, wann man denn das letzte Mal wohl mit Schulleitern gesprochen hat. Ich weiß nicht, Herr Kollege Schwarz, hörte doch mal zu. Ich weiß ja nicht, wann Sie das letzte Mal mit Schulleitern gesprochen haben. Ich tue das täglich. Zuletzt habe ich es heute Morgen getan. Zuletzt habe ich es heute Morgen getan. Und ich muss sagen, im Regelfall wird mir bestätigt, dass das so ist. Und wenn ich da nachfrage, dann prüfe ich halt schon einmal nach, wie das in der Realität ist. Und der zweite Punkt, Herr Kollege Schwarz. Ich weiß auch nicht, wann Sie das letzte Mal in der Schule waren. Ich gehe auch relativ häufig in die Schule, allerdings nicht mehr zum Lernen. Trotzdem, das Lernen ist ja die Hauptsache in der Schule. Das Lernen ist ja die Hauptsache in der Schule, auch von Grundrechenarten. Deswegen einfach nur einmal zu Mitrechnen für alle. Wenn Sie hergehen und nehmen aus einem Topf von Lehrerstellen 310 raus, wie viel weniger sind dann drin? Ich verrate es Ihnen, 310 fehlen dann. Dann kommt jemand und sagt, jetzt nehme ich aber noch etwas raus und sagt anschließend, ach, ich habe es mal anders überlegt, ich lasse es drin. Wie viel fehlen dann unterm Strich? Wäre eine klassische Textaufgabe für den Rechenunterricht in hessischen Schulen. Es fehlen immer noch 310. Und das ist die Botschaft, um die es hier geht. Sie haben 310 Stellen geklaut, und Sie geben sie nicht zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Gibt es eine Ordnungsmeldung? Oder? Bitte schön, Herr Bellino, das Wort klauen, das kann man so als nicht parlamentarisch bezeichnen. Herr Kollege Greilich, beim nächsten Mal bitte nicht mehr verwenden. So, ich denke, damit haben wir das abgeräumt. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, sehr geehrte Kollegen. Dann lasse ich jetzt abstimmen darüber. Wir müssen noch über die beiden Petitionen abstimmen. Ich glaube, wir können sie zusammengefasst abstimmen. Das ist einmal die Petition 2061-19 und die Petition 2236-19. Wer diesen Beschlussempfehlungen zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit sind diese Beschlussempfehlungen angenommen worden. Wir treten nun in die Mittagspause ein. Wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr. Guten Appetit. Ich unterbreche hiermit die Sitzung.